Willkommen in unserer Hospitalkirche hier in Grünberg. Alles gut, oder? So werde ich gefragt. Was soll ich darauf antworten? Ich bezweifle, dass alles gut ist. An was sollen wir uns halten in diesen Zeiten, höre ich die Menschen fragen, Land auf, Land ab. Alles gut? Nein. Alles gut, das war es ja noch nie. Weder heute noch gestern noch zu Jesu Zeiten. Alles gut, das kann doch gar nicht gehen. Aber wir können versuchen, vieles gut zu machen. Da erwacht nachts ein kleines Kind aus schweren Träumen. Voller Angst weint es, seine Eltern nehmen es in den Arm und trösten. Sie geben ihrem Kind Nähe und Schutz und flüstern ihm ins Ohr, es ist alles gut, alles gut. Diese Sätze, die Eltern überall auf der Welt in solchen Situationen sprechen, kennen wir. Sie sind schamlos gelogen, denn es ist ja nicht alles gut. Die Welt ist voll von Schrecklichem und Bedrohlichem. Aber was die Eltern in diesem Moment tun, das ist gut. Wenn Eltern zu ihrem verzweifelten Kind sprechen, es ist alles gut, dann meinen sie etwas anderes. Sie wissen und ahnen etwas von einer Güte, die unser Denken und unsere Alltagserfahrungen übersteigt. So vermitteln sie ihrem Kind Vertrauen in das Leben und eine Ahnung von dem, der das Leben gibt und erhält. Wir Christen sprechen von Gott, dem Schöpfer, unserem Vater. Wir sprechen von Gott, der seinen Sohn vom Tod auferweckt hat. Vertrauen und neue Hoffnung wächst aus Erfahrung. Wir erleben oftmals durch andere Menschen, dass Gott da ist. Wir merken, wir spüren, er lässt uns nicht allein. Auch dann nicht, wenn wir uns von allen guten Geistern verlassen fühlen. Wenn Nacht, Dunkel und Todesgrauen uns umgeben, wenn um uns herum eben nicht alles gut ist. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? So dichtete Joachim Neander. Sich daran auch gegenseitig in Zeiten der Not und der Verunsicherung zu erinnern, ist eine Kernaufgabe christlicher Gemeinde. In einer Gesellschaft, in der das Vertrauen verloren zu gehen droht, können Christinnen und Christen Anwälte des Vertrauens zueinander, in das Leben und zu Gott werden. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. Auch das ist Ostern. Auch das ist Auferstehung, die Botschaft, die Nachricht, dass Jesus lebt und seine Sache immer weitergehen wird. Die Worte Gottes, es ist alles gut. Es ist gut, Klarheit für heute zu erhalten und einen Ausblick in die Zukunft zu bekommen, der lebbar erscheint, der neue Hoffnung aufkeimen lässt. Gott schenkt uns solches Vertrauen, wenn wir es zulassen. Und er schenkt uns Menschen, die uns begleiten und ermutigen und trösten, gerade in diesen Tagen. Alles gut, oder? Ja, so betrachtet
Von Ostern her, da ist alles gut. Bleiben Sie behütet und gesund. Viel Gutes wünsche ich Ihnen, Gott befohlen.